Tschüss. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Vindictus, so hieß das, glaube ich. Ich weiß noch nichts über dieses Spiel. Freund hat es mir empfohlen. An dieser Stelle möchte ich Adrian danken, der ist nämlich dieser Freund. Hallo Adrian, du wirst es zwar nicht sehen, aber völlig egal. Ich hatte einfach mal Lust, dieses Spiel zu spielen, auch wenn es eigentlich viel zu spät ist. Und ja, dann fange ich jetzt einfach mal an. Das ist so wie Aion, falls ihr Aion kennt, halt so ein Online-MMORPG, nur halt dieses Mal nicht mit diesen 1000 Fähigkeiten, so wie WoW, sondern, also hoffe ich jetzt mal, so ein Hack-and-Slay oder Hack-and-Slash, ich weiß nicht genau, was das ist. Es gibt hier 1, 2, 3, 4, 5, ein paar Charaktere und, ja, die kann man jetzt auswählen, nachher noch anpassen. Ich glaube, die kann man ziemlich krass anpassen und ich glaube, die Grafik wird auch besser gehen, aber das ist jetzt unnötig, weil ich ihn aufnehmen will. Wenn man bisher nicht gut genug ist. Hier gibt es Magierin, ich weiß nicht, wie die heißen, ist ja auch egal. Die Magierin, dann den Bogenschützen, wobei ich sagen muss, dass wenn das nicht rundenbasierend ist, so wie Aion oder WoW, aber ich will jetzt nicht über WoW sagen, ich weiß nicht über WoW. Wenn es nicht rundenbasierend ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwie Bogenschütze oder Magier so cool ist. Was ist der hier nochmal? Da könnt ihr reingucken. Ja, der ist, genau, der ist der Doppelschwert-Typ. Der eigentlich, oh, das leckt ein bisschen. Der eigentlich ganz cool ist. Aber jetzt haben die vor kurzem, was ich jetzt, das habe ich irgendwie rausgefunden, diesen neuen Charakter hier rausgebracht. Das ist sozusagen die verbesserte Variante von dem, Typen hier. Es ist schwierig zu reden, wer die reden. Und ich hoffe, ihr seht das nicht so, verlaggt wie ich gerade. Dann gibt es den Typen hier. Der ist. Ah, den gab es auch noch nicht, als ich das. Ich habe mir kurz durchgeguckt, wie die. Oh Gott, wie das laggt. Wie die alle so sind. Ja, vergiss das einfach. Anscheinend ist der Großschwert-Typ. Da gibt es auch den mit einem riesigen Hammer. Der ist irgendwie Tank oder so, aber der ist auch so halb Körpertyp. Und sie hier ist Schwert und Schild. Das erinnert mich auf den ersten Blick ziemlich an Monster Hunter. Try oder Tree, ist mir auch egal. Wir fangen einfach mal an. Ich hoffe, es gibt keine Charakterstellung. Eigentlich mag ich das ja, aber es könnte ein bisschen dauern, weil ich dafür immer sehr lange brauche, wie manche andere von euch bestimmt auch nachvollziehen können. Weil ich meine Charaktere ja mein Ingame-Leben lang verfolge. So, da müssen die auch gut aussehen. Ich hoffe, ihr hört diesen Störsound jetzt nicht. Ich habe extra ein Buch vorgestellt. Es ist sogar Guinness World Records 2012. Mit einem Lehrer drin. Ja, ich glaube, es gibt einen Fokus auf der Story. Also einen besseren Fokus auf der Story, als nur hier, kauf mal, nee, nicht kauf mal, sondern finde mal die drei Äpfel und bring die zu diesem Typen und töte diesen Typen danach, nimm das Gold weg und bring mir das Gold. Und töte mich danach. Sondern, ich vergesse, wie ich diesen Satz begonnen habe. Ist aber auch egal. Denn jetzt geht's ja auch schon los. In der Nähe des verwitterten Glockenturmes. Und das laggt ziemlich. Ja. Bereit machen! Stopp! Halt! Stopp! Feuer einstellen! Stopp! Tief, das ist gefährlich! Aus dem Weg! Tief, was soll der Unfug? Helden, gib mir bitte etwas Zeit. Er ist doch nicht so böse. Ich rede mit ihm.
Hier geht es um Menschenleben. Er ist jetzt ein Feind dieser Stadt. Er ist nur ein Monster. Beiseite! Aber... Wir regeln das. Ballisten nachladen! 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 Orakel, uns bleibt nicht viel Zeit. Vertraust du mir nicht? Ich muss da hoch. Er hat Angst. Angst um sein Leben. Ich kann ihn hören. In Ordnung, aber ich komme mit. Merrick, folge uns mit ein paar Männern. Ja, Sir! Folgt dem Hauptmann! Ja, Sir! Ich bete gerade dafür, dass es nicht so viele Cutscenes geben würde. Oder ich stelle irgendwas um. Warte, ich kann nur sagen. Ignoriere das einfach. Halt! Nicht bewegen! Komorisches Symbol. Was hat das hier zu suchen? Rekrut! Schützt das Orakel! Genau das werde ich jetzt tun. Mal ganz kurz gucken. Wer ist die Tastenkreuz? Oh. Wähle dies, um mit der Tastatur und der Maus zu spielen. Ich weiß nicht, wie ich nur mit der Tastatur spielen sollen wollen würde. Ach egal, wir machen mal. Das ist verwirrend wegen Maus. Wir machen das mal mit der Maus und der Tastatur. Ja, was? Wow. Ah, ich wollte gar nicht. Nein. Boah, das ist aber ziemlich nice. Das ist richtig nice. Auch wenn es ein bisschen laut ist. Aber das hört ihr ja nicht. Weil ich das nachher angepasst habe. Was ist das? L. Nee. Ah, zu spät. Okay, rechts oben ist die Map. Besiege alle Monster. Gehe zur zweiten Ebene. Jetzt habe ich dir gerettet. Die Tochter des... Keine Ahnung, Königs vielleicht. Von da komme ich. Normale Starkangriffe. Es gibt Kombos, es gibt Sprungkombos. Starke Angriffe mit rechte Maustaste anscheinend. Ich. Hier, dingen sie mir das alles so ein bisschen zusammen gerade. Ich weiß es ja auch nicht. Und ich wollte schon immer. Ich wollte gar nicht das Gebäude. Ich wollte schon immer so ein richtiges Online-Hack and Slay spielen. Stirbt online? Scheiße. Ja, das ist online. Naja, ist vielleicht noch nicht. Ja. Irgendwann auf jeden Fall. Oder? Ja, es ist jedenfalls free to play. Zerstöre alle Objekte, die den Weg blockieren und schreite voran, besiege alle Monster, gehe zur dritten Ebene. Ah ja, das trägt so einen Pfeil lang. Wow. Ja, das wird noch. Das wird schon noch. Das ist so cool. Es gibt hier Objekte, die kaputt gehen können. Ist ja schon fast Battlefield. Oh. Achso. Nee. Schlechte Idee. Gut. Was gibt's hier denn noch? Kann ich nicht looten? Egal, lass weitergehen. Alle Monster wurden besiegt. Schreite voran auf Ebene 3. Genau das werde ich jetzt tun. Aber vorher wollte ich eigentlich doch mein Inventar gucken. Ich bin Inventar. Oh, das geht irgendwie anders. Was war das mit Alt?
Nein, ich möchte nicht den Prolog überspringen. Ach, da scheint er kurz zu sein. Nur so, um in die Klasse einzuführen. Nein. Ups. Gehe mit Tiwe zur vierten Ebene. Komm her, Tiwe. Joa. Nice. Aha, was war das denn? Bonusmission. Moment. Achso, du sogar keine Cutscene. Hey, wieso laufe ich hier so komisch? Was? Was? Oh. Da lang anscheinend. Was ist die Bonusmission? Das kann ich jetzt gar nicht. Und wieso ist diese Computersteuerung da? Ja, das Tutorial. Das ist eigentlich das Tutorial. Auch wenn die es anders nennen. Okay, fahr mal nicht hier runter, Tiefe. Ich weiß nicht, ob das geht, aber ich will es, um echt zu sein, gar nicht. Ups, ausprobieren. Hey, was soll ich denn machen? Oh, okay. Oh, korrekt. Boah, das ist gerade cool. Ja, ich sage das öfter über Spiele, die ich hier Let's Play, aber ganz sicher nicht bei X-Rebirth. Tschüss. Ich habe meine Soul gecatcht. Hm, keine, doch starke Angriffe mit rechten Maustaste. Ja. Okay, leider. Wie soll das denn gut gehen? Da brauchen wir richtige Superkräfte hier. Nein. Ich habe gehört, unser Charakter hat eine Spezialfähigkeit, also einen Spezialangriff gegen Bossgegner. Ach nee, stimmt, das war ja lieb, habe ich gehört. Es ist alles in Ordnung. Alles ist gut. Ist schon gut. Warum der Angriff? Sagt schon. Was macht euch Angst? Wer tat was? Wer? Ja, irgendwie klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Das ist schon ziemlich nice. Ich bräuchte so einen Ausweichsprung. Oder irgendein Sprung. Wo ist mein Leben? Riesige Monster werden ihre Angriffe nicht stoppen, selbst wenn du sie triffst. Okay. Also meine Combo kaputt. Boah. Habt ihr es gesehen? Stirb. Hey, was war das? Hey, ich hab das Ding tot. Guck doch. Keine Ahnung, was da gerade stand. Vielleicht hätte ich das lesen sollen. Das ist tot, Rede. Nein. Okay, ganz kurz. Ach so. Vielleicht soll ich das doch gar nicht gewinnen. Ich würde gerne draufspringen und das dann von oben besiegen. Los, Ballistenangriffe. Helft mir und steht dabei. Auch wenn ich mein Leben gerade in der Serie ist, ist das schon ziemlich cool. Auch wenn der Sound viel so laut ist. Was ist das denn? Ich bin jetzt auch tot. Eigentlich. Ja, überragend. Krass. Episch. Fabelhaft. Ach, das ist meine Ausdauer, oder wie? Das ist gar nicht das Leben von dir, das ist meine Ausdauer. Okay. Wieder was gelernt. Ach, ich lebe noch. Boah, wie cool ist das denn? Das sah wirklich aus wie so ein Cutscene. Komm ich da hoch?
Die Sicht ist auch ein bisschen... Naja, ich will jetzt nicht sagen, dass die Sicht schlecht ist. Das ist schon ziemlich cool so. Dennoch wäre es cooler, wenn ich... Wow. Das Teil fällt gleich auf mich. Oh Gott. Ich habe Spinnen schon immer gehasst. Nein. Mir leid. Bist du verletzt? Warte. Hol dich raus. Ja, okay. Oh Gott. Tut mir jetzt beinahe leid. Ach ja. Es war nicht deine Schuld. Sie war unter dem Bann des Bösen. Ich habe das Symbol ja auch gesehen. Was zur Hölle? Kann ich mich schon wieder bewegen? Nee, kann ich nicht. Das war doch ordentlich für ein Free-to-Play. Nexon. Boah, ich bin begeistert. So ein bisschen. Aber ihr habt es ja gesehen. Und es leckt jetzt auch nicht mehr. Auch wenn das in der Vorspann ist. Danke, Adrian. Wie gut, dass jetzt die Winterferien anfangen. Mal laufen, oder? Das ist ja schon gut gemacht. Auch wenn es nur ein Vorspann ist. Und ja, ich wiederhole mich. Ich weiß. Platform Developer. Database Administrator. Localization Director in Lee. European Project Manager. Localization Staff. European Producer. European Platform Developer. European Business and Admin. Lead Producer. Executive Producer. Director. Johan. And Zoic. Yee. Krass, Leute. Ja, ich bin wirklich beeindruckt. Tio, du bist aufgewacht. Gestern beim Glockenturm. Ach, wisst ihr was? Ich hab jetzt... Ihr habt jetzt den Anfang gesehen und ich weiß nicht. Wenn ihr das sehen wollt, ich werde euch hin und wieder mal was zeigen. Oder vielleicht werde ich es auch let's playen. Aber ich hätte nicht wirklich vor, das jetzt komplett zu let's playen. Ja, wir gucken einfach mal. Dennoch war es das für diesen ersten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns und ihr werdet niemals den Tag vergessen, an dem die Riesenspinne beinahe Justice Reloaded besiegt hätte. Oder so ähnlich. Tschüss.